Ja, schönen guten Tag aus der EG Trans Arena in Bietigheim-Bissingen zum 50. Spieltag der DL2 Hauptrunde. Schauen wir da hinterm Tor. Cody Schwarz unter Druck gesetzt und der Konter läuft. Und das 1:0 für die Dresdner Eislöwen. Torschütze Matt Siddle, der am Freitag noch zugeschaut hat, sein Comeback gibt und eiskalt vor Scharipow die Nerven behält und einschießt. 12. Saisontor des Eislöwenspielers und ein wichtiges. 5 Minuten und 5 Sekunden gespielt. Guter Vorcheck jetzt von den Steelers. Thomas Schmitz. Harter Check. Und das gibt 2 Minuten gegen Sean Weller. Dann hat hier jetzt noch Max Lucas nachgesetzt. Das waren schon eher 2 Minuten für mich wegen Bandenchecks. Wieder Check von Sean Weller. Aber sei es drum, der Arm bleibt oben. Pielmeier. Eisenhut längst aus seinem Kasten draußen. Thomas Schmitz. Immer noch Thomas Schmitz. Tor. Das 2:0 bei angezeigter Strafe für die Eislöwen. Doppelschlag durch die Sachsen. Torschütze müsste erneut mit der 39 Metzidal gewesen sein. Nein, es war René Kramer mit der 36, der den Hammer auspackt und die Scheibe in den Giebel haut. 2:0 für die Steelers. Entschuldigung, für die Eislöwen. Bei den Steelers muss jetzt Max Lucas auf die Strafbank, denn die Strafe von Sean Weller erlischt. Und auch Max Lucas, wie ich eben vorhin gesagt habe, auch mit einem Bandencheck. Und diese Strafe erlischt nicht. Ja, keine 7 Minuten gespielt und die Steelers liegen 2:0 oder mit 0:2 im Hintertreffen. Ja, ich sagte zuerst Zidell. Jetzt gibt es dann doch keine Strafe. Die beiden Hauptschiedsrichter Markus Brill und Alex Singer nochmal im Gespräch mit den Linesmen. Also die erste Strafe wurde angezeigt gegen Sean Weller. Danach gab es nochmal einen Foul von Max Lucas. Die Eislöwen schießen ein Tor. Da müsste eigentlich die Strafe gegen Weller aufgehoben werden. Oh. Okay, Sean Weller mit 5 plus Spieldauer. Der Schiedsrichter zeigt an, dass es gegen den Kopf war. Ja, was soll man dazu sagen? Für mich war der Check von Max Lucas eher ein Foul wie der Check von Sean Weller. Tyler McNeely, spitzer Winkel. Das war ein guter Check hier von René Kramer. Die Steelers bleiben in Scheibenbesitz. Problem ist nur, Tyler McNeely fehlt das Arbeitsgerät. Jetzt hat er ihn wieder. Tor! Markus Sommerfeld schlänzt und dann über die Schulter von Marco Eisenhut findet der Puck den Weg hinter die Linie. Nur noch 1:2 Powerplay-Treffer für die Steelers. Nachdem Eisenhut einige Chancen bravourös zunichte gemacht hat,
sah er bei diesem Gegentreffer etwas unglücklich aus. Sei es drum, den Steelers kann es relativ egal sein. Und Markus Sommerfeld mit seinem 12. Saisontor der Eislöwen in Überzahl, Liga-Durchschnitt sozusagen. Schauen wir mal. Bei der 5-minütigen hat es nicht viel gebracht. Mal schauen, ob man eventuell da an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. Jetzt schnell gespielt und schön gespielt und man hat gedreht. Alex Höller mit dem 3:1 für Dresden. Gut und schnell gespielt und Alex Höller hat dann wenig Mühe. Scharipow war noch in der anderen Ecke. Powerplay-Tor für die Sachsen. Und Alex Höller mit seinem 21. Saisontor und seinem 51. Punkt. Tyler McNeely lässt liegen für Sommerfeld. Pass in den Slot wird geblockt. Und Sebastian Zauner, der geblockt hat, leitet den Konter ein und Tor. Ja, 3-auf-1-Situation bei diesem schnellen Gegenzug. Und Sebastian Zauner blockt hinten einen Pass, nimmt die Scheibe auf. Dann mit dem sehr, sehr klugen Querpass auf Martin Davidek und der vollstreckt zum 4:1 für Dresden. Steelers momentan mit 3 Verteidigern. Jetzt kann Hübner wechseln. Alex Breibisch für Matt McKnight. Spitzer Winkeltor. Ja, der Anschlusstreffer. Nur noch 2:4 und 17,5 Minuten noch auf die Uhr. Auf der Uhr. Matt McKnight mit dem Treffer nach überstandenem Penalty-Killing. Auch bei dem Tor sah der eigentlich überragend haltende Marco Eisenhut nicht allzu glücklich aus. Den Schwaben kann es egal sein. Nur noch 2. Dann hat man zumindest mal das Unentschieden. Ja, da versucht es vom Bulli-Punkt Markus Sommerfeld direkt. Geht in die Hose. Gut aufgepasst hier von Cody Schwarz. So. Und der Check-in auf Höhe des Kopfes von Tyler McNeely, so sieht es zumindest Benny Zientek und schnappt sich Tadas Komeniauskas. Und Adam Bozenski sorgt dafür, dass die beiden unter sich bleiben. Kollegialer Auftritt von Benny Zientek und Tadas Komeniauskas muss das Trikot neu richten. Ja, und Tyler McNeely, um den es eigentlich geht, wird vom Physiotherapeut und Matt McKnight auf die Bank gebracht, sitzt da benommen. Und wenn es für Sean Weller 5. Spieldauer wegen eines Bandenchecks, der eigentlich normal war, gab, dann müsste es jetzt, ja, keine Ahnung, was es da geben müsste, ohne dass ich mich jetzt mit einer normalen Aussage in Teufels Küche bringe. Ja, auch er muss gehen. Ja, René Kramer jetzt bei den, bei den Schiedsrichtern. Tadas Komeniauskas zieht sich nochmal an. Die Strafe ist eigentlich relativ unwichtig. Wichtig ist, dass es Tyler McNeely hoffentlich schnellstmöglich wieder gut geht und er nicht, ja, für die anstehenden Playoffs ausfällt. Es
Ja, Paddy Ziemdek 2 plus 2 plus 10. Andrew McPherson macht da auch nochmal seinem Ärger vor der Bank der Eislöwen Luft. Ja, und dadurch gibt es eine Minute Powerplay für die Steelers. Aber auch erst in 4 Minuten. Ja, und McNeely wird jetzt vom Eis gebracht. Sieht sehr benommen aus. Ja, jetzt gilt es, den am besten postierten Spieler in Szene zu setzen. Sommerfeld auf Auger. Immer noch Dominic Auger mit Platz und Tor. Ja, Auger schafft sich da Platz, verzögert noch einmal und schlänzt die Scheibe ins lange Eck, in den Giebel zum Anschlusstor. 3 zu 4 nur noch aus Sicht der Steelers. 11 Minuten und 55 Sekunden noch auf der Uhr. Gut verzögert hier von Dominic Auger, guckt sich sein Eck aus. Und dann schön aus dem Handgelenk. Und da war es nur noch einer. Und Zeit genug haben die Steelers noch. Leon Müller wird wahrscheinlich schnellstmöglich. Benny Ziemdek ist es, der jetzt dann zurückkommt. Ne, der hat noch eine Zehner. Ich glaube, Leon Müller ist noch mit dabei. Der jetzt schnellstmöglich zur Bank fährt und Justin Kelly kommt. Jetzt aber offenes Tor und da ist er, Ausgleich. Matt McKnight, kaum ist man in doppelter Überzahl. Der Torjäger vom Dienst mit dem 32. Saisontor, Matt McKnight, sorgt 10 Minuten und 2 Sekunden vor dem Ende für das 4 zu 4. Ja, da kommen die Steelers sauber ins Spiel zurück, würde ich sagen. Höller. Na, Scheibe springt. Glück hier für die Steelers. Lenny Kramer. Guter Pass. Tor. Starker Pass von René Kramer und er setzt in Szene, ich kann es Ihnen leider noch nicht sagen, Martin Davidek, der zum zweiten Mal an diesem heutigen Abend trifft. Schöner Pass von René Kramer und dann in den Winkel von Martin Davidek. Zum fünften Treffer für die Eislöwen, sie führen wieder. Sekunden noch. McPherson, der Hauptschiedsrichter, blockt den Pass. Matt McKnight holt sich die Scheibe zurück. Cody Schwarz wird unter Druck gesetzt von Höller. McPherson. Erneut können die Eislöwen nicht befreien. Im zweiten Anlauf gelingt es, aber nicht weit genug. Sieht das bisschen raus. Vielleicht der letzte Angriff. 10 Sekunden noch. Markus Sommerfeld. Es wird schwer. Man muss jetzt in Schussposition kommen. 5 Sekunden. Zauner mit gutem Einsatz und das müsste es gewesen sein. Ja, die Eislöwen, vielleicht jetzt noch einmal. Matt McKnight kommt nicht durch und das war's dann auch. Die Eislöwen holen alle 3 Punkte, gewinnen in Bietigheim mit 5 zu 4 und machen einen großen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation.